Süße. Ich bin nicht deine Süße, du Arsch. Ja, warum gleich so stinkig? Du wirst doch wohl ein paar Takte reden können, oder? Mensch, ich lese, das siehst du doch. Also lass mich bitte in Ruhe, okay? Hör mal zu, ja? Nur weil du studiert hast und ich aus dem Osten bin, ja? Lass ich mich behandeln wie der letzte Dreck, verstehst du? Nimm deine Pfoten weg, verdammt noch mal! Das ist für mich süße. Ja? Sind Sie frei? Frei wie der Silberhengst. Aber Sie sind Stan Gombrowicz. Ja. Ich wollte Sie eigentlich schon im Lokal ansprechen, aber Sie schienen mir ziemlich beschäftigt. Das haben Sie schön gesagt. Nicht wahr? Also sind Sie frei? Ja, logisch. Das sehen Sie doch. Ich meine als Leibwächter. Hallo. Wohin? Zum Brandenbachplatz, bitte. Notruf von Taxi 4496, Jenny Dahlmann, Fahrziel Breitenbachplatz. Schon wieder, das ist doch ganz in der Nähe, los, nicht wie hin. Wiederhole, Notruf von 4496, Richtung Breitenbachplatz. Das ist doch viel zu belebt für den Überfall. Lotti, sag noch mal genau, wo wollt ihr hin? Breitenbachplatz. Wann ist sie los? Vor circa 20 Minuten. Die Kollegen von hier sind auch schon auf dem Weg. 20 Minuten? Die Polizei ist auch informiert. Botanischer Garten. Ist voll mit Touristen, ist auch Quatsch. Ich höre gerade, sie ist vor 10 Minuten am Wilden Eber vorbei. Wo? Platz am Wilden Eber. Aber in welche Richtung hat keiner mitgekriegt? Richtung gibt's viele. Wo ist es denn am einsamsten? Oh, es hängt weg von der Kohle. Sie haben doch schon das Geld, reicht es nicht? Ich muss weiterfahren. Quatsch nicht. Beweg den Arsch. We'll be right back.
mit dir rufen? Kleine Spende? Wie viel hatte sie denn in der Kasse? Also was um 300. Die haben wir jetzt zusammen. Und wie geht es ihr sonst? Hat einen ziemlichen Schock weg, logisch. Aber hat sie noch Schwein gehabt, als sie eine Frau ist? Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Du hast ja noch nicht mehr alle. War doch wieder dieser Cowboy. Klariger, Ex-Vorpo. Welcher Cowboy? Conny Schulze heißt er, soweit ich weiß. Latscht immer in so spitzen Stiefeln rum mit Metallbeschlägen. Seit einem knappen Jahr im Geschäft und hat schon 3 Droschen zu laufen. Wie hat er denn das angestellt? Das würden wir auch gerne wissen. Wir sollten uns diesen Cowboy mal vornehmen. Den können wir ihn ja fragen. Rudi, du kannst doch nicht immer alles gefallen lassen, Mann. Aldi, was ziehst du denn so? Wo willst du denn hin? Was ist denn mit dem Auto, Waldi? Ach du meine Güte. Aufgewacht und dann lag diese Anita in meinem Bett. Ich meine, die ist nicht weggegangen. Ah, Gelegenheit macht die. Mann! Man kann auch sagen... Unterbrechung zum Programm für eine Sondermeldung der Polizei. Wie gerade bekannt gegeben wurde, hat der sogenannte Taximörder erneut zugeschlagen. Rudi Krabowski ist in diesem Monat bereits der 4. Taxifahrer, der einem Mord zum Opfer gefallen ist. Rudi Krabowski wurde von einer Passantin in seinem Taxi entdeckt. Schlägt sich, verträgt sich. Anschließend um, das ist doch Quatsch. Deswegen nicht. Aber dass der Cowboy Rudis Frau bimpert, weiß doch jeder. Und wegen der Weibergeschichte hat schon manche ihn ins Gras beißen müssen. Genau, passt alles zusammen. Rudi wird am Montbijou-Platz ermordet, quasi vor Conny Schulzes Haustür. Und seit gestern Nacht ist der feine Herr verschwunden. Komisch, wa? Woher wisst ihr das? Die Polizeifunk aufgeschnappt. Ist zwar illegal, aber manchmal ganz nützlich. Wir fahren jetzt in seine Wohnung und fangen dann mit der Suche an. Ciao. Ja, was wollt ihr machen, wenn ihr ihn gefunden habt? Kurzen Prozess. Genau. Rüber ab. Ja. Oder was anderes. Sag mal, ihr spinnt doch wohl. Ey, Moment mal! Mann, ich muss hier weg. Ich muss raus aus der Stadt. Komm raus. Was? Sagen Sie mal, warum halten Sie ihm eigentlich immer noch die Stange? Hat dieser Wichser doch gar nicht verdient. Eine Stunde ist er weg. Ich habe ihn rausgeschmissen. Ihr könnt meinetwegen alles durchsuchen, bitte. Nee, wenn du sagst, bitte. Wir dachten nur, dass du und der Cowboy... Ach, das war einmal. Und er glaubt ihr im Ernst, ich würde den Mörder von Rudi verstecken? Und jetzt lasst mich bitte in Ruhe. Haben Sie eine Ahnung, wo er hin sein könnte? Da müsst ihr euren Kollegen fragen. Welchen Kollegen? Komovcik oder so ähnlich. Mit dem ist er weg.
Dieser Wirt hat ein paar gute Sprüche drauf. Aber keine Ahnung, wo Stan sich rumtreibt. Tut mir leid, da kann ich euch ohne weiterhelfen. Taxi 4496 für Zentrale, bitte. Zentrale? Ich hatte recht. Die Schulz ist gerade losgefahren. Heller graugrüner Wartburg. Berlin, AP 9326. Vergiss es, Jenny. Ich werde garantiert nicht zu Ihren Cowboy. Zentrale, und was denn doch? Wollen wir wetten? Die Beden sind verkracht. Und in der Wohnung war er auch nicht. Das hast du doch gesehen. Ich habe aber auch den komischen Ausdruck in Ihrem Gesicht gesehen. Ich bleib dran oder habt ihr einen besseren Vorschlag? Nee. Also, dann mach dich mal auf die Socke und hilf der Kleen. Jenny, Verstärkung ist unterwegs. Du weißt ja, die Herren der Schöpfung brauchen mal ein bisschen länger. Immer Positionsmittel. Mühlenstraße, Ecke Warschauer Straße. Ich bin in der Nähe. Ich komm gleich nach. Sieh du. Aber unauffällig. Ich bin auf einem super schönen Film. Nehme ich auch das Marco mit rum. Mit vier Autos und schreie dich an. Biegt jetzt vom Adlergestell ab Richtung Altklinik. Und, hat sie was gemerkt? Nö, glaub nicht, Otto. Du musst immer zwei, drei Autos zwischendurch lassen. Halt mal den Sabel, Otto. Zentrale an alle. Das Füchschen ist im Revier Adlers. Altklinik. Mach hin, Nobby. Kleingartenverein 3, Teltower Kanal. Schützenverein habe ich sonst für Tontauben. Das Fenster stand offen und Licht hat auch schon gebrannt, bevor sie rangegangen ist. Na prächtig, dann sitzt er in der Falle. Los, jetzt kaufen wir uns den Schwein. Das sind Videospieler, auf dem Schwarzmarkt 10.000 Mark wert. Können wir uns teilen? Ich will dein Geld nicht. Die ganze Zeit, in der du mich belogen und betrogen hast, bezahlt. Das ist meine Genugtuung. Rache ist süß. Ich muss nach Hause kommen. Hier. Das Auto steht vorne am Eingang. Was soll das jetzt? Die Suppe haben Sie mal eingebrockt, oder? Komm raus, Cowboy! Oder wir zitten dir die Bude und den Hintern an! Sie bleiben. Lassen Sie mich raus! Du hast noch andere Cowboy-Stiefel. Außer denen, Conny, oder? Was? Ja, natürlich, aber was spielt das für eine Rolle im Moment? Die hat zu Hause. Komm jetzt raus, Conny! Wir wissen, dass du hier bist! Ich zähle jetzt bis 10. Wenn du da nicht erscheinst, fackeln wir die Bude ab! Da seid ihr irre, Mann! Das ist eiskalter Mord! Was war mit Rudi? Mann, ich hab Rudi nicht erschossen! Wer es glaubt, wir zähle ich. 1! 2, 3, 4, 5. Hört auf mit der Scheiße! Sie haben den echten Taximörder! Halt's Maul, Schnüffler! Stan, verdammte Kiste, warum bist du nicht hier? Schick uns den Cowboy! Sie sind ja total irre, Mann.
Die legen uns ja um hier, Mann. Wenn Sie hier raus wollen, dann erzählen Sie denen, was Sie gemacht haben. Zehn! Wir raus jetzt! Hört ihr ab! Umgebracht ist, was heißt man? Rudi hatte eine Waffe. Und Conny war gar nicht da zu dem Zeitpunkt. Ich habe Rudi dann gefunden in seinem Auto. Und ich habe ihm die Waffe weggenommen. Ich habe auch das Metallstück von Connys Stiefel ins Auto gelegt. Weil ich wollte, dass er einmal bezahlt für alles, was er mir angetan hat. Das ist doch absoluter Wahnsinn, was Sie da getrieben haben. Marion? Wie kommst du denn hier rein? Ich hab den Schlüssel doch wieder. Außerdem muss ja jemand auf dich aufpassen. Gibt's was Neues? Naja. Rudi hat sich selbst umgebracht und den richtigen Taximörder haben sie gefasst. Aber ich habe was über Frauen gelernt. Das ist ja gut. Was denn? Rache ist süß.